bitte. Ja. Es hat ja hier in den Schulfeinstellen Unwunsch gemacht. Hat sich doch das gelassen. Wir müssen ein bisschen ruhiger sein. Also, kam die Judith mit. Bitte. Okay, ja. Auf ein neues. Wir sind zurück bei Mittagabend im frühen Shoppen. Ich denke ja irgendwie, die Atmosphäre bei den Schulfeinstellen hat so ein bisschen was zu tun mit der kleinen Wirtschaft. In dem Fall heute allerdings eine sehr gut besuchten Kleinwirtschaft, denn ich glaube 3013, so, Wandsland. Aber wir denken jetzt mal kurz an einen Mann, der die kleine Wirtschaft so schön zugehört hat wie kein anderer. Und Reinhard bedichtet ihn. Ich mach die Haare zu, man. Er geht uns jetzt ein Singer. Unser Wiederkunst, den geht unser Ständchen bringen. Vom kleinen Himmelsstrauße wird, vom Schlüssel, wo nicht dreht, vom weiter schnell und unbeschwert die Gaschen nun ergeht. Das bringt uns jetzt der Währungsband von Weißem auf der E. Er hat vom Kopf sehr viel gelernt, wir kennen Heeresee. Und er wird begleitet von Bertolt Metz. Wo ist er? Wohin ist er? Okay. Also da bin ich Seite. Gut, ihr leid? Ja, seid ihr gut drauf? So Leid braucht man auf dem Waschmarkt. Wisst ihr warum? Ein Waschmarkt ohne Leid, wo gut drauf sind, das wäre wie Tage ohne Isenach. Ja? Ja, die wollen sie doch jetzt wieder ausgraben, die Isenach. Ich habe die Woche zwei Arbeiter gesehen, wo die Isenach ausgraben. Da hat der eine gesagt, hey, ich habe halt mein Spaten vergessen. Jo, da hat er gesagt, komm, schatz mal auf meine Stütze. Ja, ich bin halt aber ganz schön aufgeregt. Ganz schön. Es ist halt moin schon losgegangen. Halt moin, meine Frau hat sie so bes geguckt, hat gesagt, was guckst du dann so bes? Als ich da, wegen gestern Abend, wieso? Hab ich gesagt, ich bin doch ganz leise hingekommen. Ja, hat sie gesagt, du schon, aber die Vierer, die ich getragen habe, die haben schöne Kraft gemacht. Ja. Jo, am Freitagabend waren wir ja auch miteinander auf dem Waschmarkt, haben wir alle Schubkäschen, Chefsitze. Soll ich euch was sagen? Es hat ein bisschen gezogen, gell? So, ja. Aber sie hat mich dann gefragt, Karl, sitzt gut? Also, ja, du sitzt gut. Hat sie gesagt, Karl, sieh ich nach alles? Ja, hab ich gesagt, ich sehe nach alles. Siehst du, Karl, zieht das auch nicht? Nee, hab ich gesagt, mir zieht's nicht. Siehst du, Karl, dann tausche ich mir gerade die Plätze. Ne? Gesagt, weißt du eigentlich, dass unsere Nachbarin Drilling gekriegt hat? Was hat sie gesagt? Drilling? Ja, habe ich gesagt, das ist gar nicht so einfach. Das kommt erst beim 20.000. Mal vor. Ach Gott, hat sie gesagt, man schafft dann die wirklich. Ich weiß, ich habe eine frische Schnut. Eine frische Schnut ist nach dem Grund, ich bin halt ein Pilserbuch. Ne? Und es gibt auch leise Pilserlieder und ich bitte euch, ein bisschen zu uns hier. Ne? Gut. Ich bin ein echter Pilserbuch, am Weinstock groß gezogen. Drum bin ich auch kein immer zu, so lustig und so froh. Mit Pilserwein und mit Humor, da kommt ihm alles leichter vor. Nun erste Glas mit Kalandi, liegt um ein Fantasie. Ich denk mal, als wenn ich so sitz und trink ein Stück leer, wann in dem großen Himmel groß, der Weltschaft leer, wann in dem großen schenkt mir alle die gleich. Und wenn ich nachts im Ausgang steh, dann ruft sie, komm bloß bei. Und wann sie dann nach Druck und sagt, und wenn die Hälfte nachgelangt,
sag ich dir, meins es hier nicht, ich all die Ruhe schlecht. Ich bleich dabei, kein Nippel, es geht mir gar nicht schwer, war ihm den großen Himmel groß, den Regen schafft er, war ihm den großen Himmel groß, den Regen schafft er. Und komm ich wirklich wohl genug und steh am Himmelsbaum, dann sag ich Petrus, ach, auf, ich komm vom Pelzerland. Mein bester Freund, ich sag das frei, es ist mein Bruder Pelzerheu. Die Welt der Wunde ist ganz toll, ich hab die Nase jetzt voll. Ich wär schon früher zu der Kunde, sag ich der Unfair. Wann in den großen Himmel groß, der Kleinheit schafft er. Wann in den großen Himmel groß, der Kleinheit schafft er. Ich habe gesehen, dass ich gestern mit meiner Frau heimgefahren bin vom Waschmarkt, dass mich die Polizei angehalten hat. Ja, wir fahren da so schön, halt uns die Polizei an. Fisch, Fenster runtergemacht, ne? Herr Guck, ganz B90, da wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben. Habe ich so meine Frau von der Seite angeguckt, habe gesagt, ja, aber ich habe sie halt schon 48 Jahre. Die Woche 16 zu mir kann, hättest du dir in deine wildesten Träume vorstellen können, dass wir mal 48 Jahre verheiratet sind. Aber ich sag, nee, in meine wildesten Träume bist du gar nicht vorkommen. Aber ich will euch was sagen, ein Bekannter von uns, der ist 50 Jahre verheiratet, hat Gott die Hochzeit gefeiert, 50 Jahre. Was ein Mensch aushalten kann. Ja, dann habe ich so zugehört, wie die sich unterhalten haben, die zwei. Dann hat er gesagt, Babette, hast du mich schon mal betrogen in deinen 50 Jahren? Hat sie gesagt, ja, aber warst du mit dran schuld? Ich habe dich dreimal betrogen. Was soll er gesagt? Dreimal? Wieso war ich damit schuld? Hat sie gesagt, kannst du dir vorstellen, damals, wie wir geheiratet haben, wollten wir doch einen Bauplatz haben, ne? Hast du von dem Bauern einen Bauplatz gekriegt? Nee, ich bin hingegangen und hab mit dem geredet, ne? Und am nächsten Tag hat man seinen Bauplatz. Ja, und das zweite Mal hast du ja gar keine Baugenehmigung gekriegt. Da bin dann ich hingegangen aufs Amt und hab mit dem Beamten geredet. Und schon hatten wir die Baugenehmigung. Ja, das ist ja das dritte Mal. Das dritte Mal kannst du dich erinnern, wie du damals Bürgermeister werden wolltest. Da haben wir noch 148 Stimmen gefehlt. Ich habe ja kein Problem, ich bin kein Bürgermeister, aber ich darf aber trotzdem jeden oben fett. Ne? Ich habe nämlich einen Grund. Mein Lieber. Ich bin im Turnverein schon ewig als Kassierer. In unserem Männerchor sing ich stets mit dem Bass. Und in dem Jugendclub, da bin ich erst der Führer. Ja, so ein Ämtchen, liebe Leute, das macht halt Spaß. In unserem Fußballclub bin ich als linker Richter. Und bei der Feuerwehr, da bin ich Kommandant. Da sind die anderen Männer an der kleinen Richter. Ich bin ein guter Mann mit Blitz und mit Verstand. Ja, liebe Leute, ich hab den Bogen prima raus. Ich hab stets Grund und geh fast jeden oben aus.
Ich hab ein Oben, ich bin es jetzt um halb neun. Hallo, Sie schieben, das Besprechung vom Rhein. Da kann meine Frau mir gar nichts sagen und kann nicht schelten. Da gibt's kein Kraft, in der Sache hab ich zu melden. Ich bin's mit 10 und mein 2-3 schon vorbei. Die Alte sitzt ja nicht mehr darf, geh weiß mir drei. Und wenn's mal später wird, dann sag ich immer will. Ich wollte sitz und hau die Pizza nicht so schnell. Tut wohl mein Freund alle frisch und mit mir streiten. Und steht's am Mittagszeit, kennt ihr da von dich? Dann gleich ich nicht wie manche Mann, ich lass mich scheiden. Ich sag kein Ton dazu, bei mir wird nicht gebricht. Ich hab mein Mittelchen, dann steht's noch in Reserve. Und bei dem Zauberwort verhalte ich mich ganz still. Ich weiß genau, das klappt und schont meine gute Nerven. Da kommt die Alt von mir aus Dobe, wie sie will. Und wenn's dann Zeit, dann hol ich aus zum großen Schlag. Ich zieh mich um und setz mein Hütchen auf und sag, ich hab heil oben in der Sitzung um halb neun. Hallo, was ist hier? Hallo, ich bespreche euch vom Rhein. Da kann meine Frau mir gar nichts sagen, kann nicht stellen. Da gibt's kein Kraft, in der Sache hab ich zu melden. Ich bin's mit 10 rum, bei 2-3 schon vorbei. Die Alte sitzt ja nicht, nur der FK-Wachspiel frei. Und wenn's mal später wird, dann sag ich, lebe mit Welt. Ich feiere Sitzung, all die Zeit nicht so schnell. Heute bin ich mal wieder mit meiner Frau da, weil sie gesagt hat, so geht das nicht weiter. Vergestern bist du gestern hingekommen. Gestern bist du heute hingekommen und heute gehe ich mit, dass du nicht erst mal hier hinkommst. Ne? Jetzt wisst ihr ja, was mir bevorsteht. Ja. Also bei einem Bekannten von mir war es ja noch schlimmer. Den habe ich vorhin auf dem Waschmarkt getroffen. Er sagt, und? Ach, siehst du, ich war vor 4 Wochen beim Doktor. Hat mir Potenzpille verschreiben lassen. Was hab ich da? Potenzpille? Ja, siehst du, ich kann wieder wie ein Junge. Ach Gott, vor 4 Wochen ist das verschreiben lassen und du kannst wieder wie ein Junge. Ah, ja, siehst du? Da hab ich gesagt, ja, und was ist dein Vater dazu? Ach Gott, ich war noch gar nicht daheim. Genauso gut, ich habe ja noch keine genommen, aber das ist auf jeden Fall unser Pilzerwein, mit dem kann nichts passieren, da kann er richtig lustig sein. Und ich singe das Lied heute zum 11. Mal als Gedenk an unseren lieben Kurtin, der heute sein 11. Todestag hat. Also, und jetzt hören wir hier alle schön zu und mein Refrain dürft ihr wieder mitziehen. Okay? Auf, so machen wir es. Mein Vater Hochzeit und meine Mutter Hochzeit, gib mir acht, lieber Ruhm auf den Wein. Der Wein ist nicht gut und er geht ihm ins Blut. Ja, das kann sogar ganz fertig sein. Doch einige weiß ich längst schon Bescheid, dass der Wein noch kein Heimel was macht. Wir Kinder rumänisch, heut sind wir uns ähnlich, und wir trinken es mir noch gelacht. Ja, so ein guter Malzwein, der Name der Hinterhaltsrein, der lauft durch die Losch, ich bin nur erst nach Lohn.
und wohl mit Scheu. Dann hau ab, nix hinaus aus dem Haus. Noch die erste Glas neu, ist dein Kummer vorbei. Und die Welt sieht gleich ganz anders aus. Die Pause ist famos und die Weinstraß ist groß. Und es schummelt in jedem Lokal. Und sie statt der Weinstraß, dann hängt er doch heut los. Ja, das ist bei deinem Taschenfrosch egal. Yeah, so.